Ja, musst du wissen, Mama, ob du in den 2 Wochen Madeira noch was anderes tun willst, als die pausenlos umziehen. Ja, dir würden deine Jeans genügen. Aber in meinem Alter, da muss man schon ablenken. Um aufzufallen. Hast du doch nicht nötig, Mama. Ja, bitte. Ach, du bist es? Die Blusen aus der Reinigung. Wenn Mama sie auch noch einpackt, dann brauchst du 6 Koffer und musst 3 Blusen übereinander tragen. Lassen Sie ja doch die Freude in. Zweifelhaftes Vergnügen. Ja, ich verstehe. Aber wieso? Ja, ja, ich mach's. Ich muss noch mal schnell weg. Hallo, Ini. Gib mir mal die Mama. Ich möchte sie was fragen. Die ist weggefahren. Nee, ich weiß nicht, wohin. Ja, Papa, mach ich. Tschüss. Meine Mutter zurückkommt. Sie soll meinen Vater im Verlag anrufen. Ist gut. Polizei. Vor einer halben Stunde ist die Filiale der ABF Bank überfallen worden. Der Täter, der von der Schusswaffe Gebrauch machte, trug einen dunklen Umhang oder Mantel. Der Kopf war durch eine Kapuze verdeckt. Wer hat etwas Auffälliges beobachtet? Ich wiederhole, Achtung, hier spricht die Polizei. Vor einer halben Stunde ist die Filiale der ABF Bank überfallen worden. Eigentlich nicht unser Bier. Banküberfall. Kapuze, der Zettel, kein Wort reden. Das ist doch eigentlich typisch für den Serientäter, den Schumacher seit Monaten sucht. Kapuzengangster. Sieht so aus. Aber eins ist hier anders. Was denn? Der hat noch nie geschossen. Vielleicht muss der bisher nicht. Ja, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Herr Dellner. Ja. Sie sind der Leiter von dieser Filiale, ja? Ja. Kennen Sie die Tote? Ja. Ja, Frau Mender, eine alte Kundin von uns. Die Frau des Verlegers Mender. Frau Schröder, unsere Kassiererin, hat sie bedient. Aha. Ja. Ich war gerade dabei, ihr das Geld auszuzahlen. Da kam er. Der mit der Kapuze. Er stieß ihr zur Seite und bedrohte mich mit der Pistole. Sie packen das Geld in die Tüte. Wie viel? Vielleicht 20.000 Mark. Ich schob das Geld bei den Tresen
Plötzlich fiel es runter. Er hob es auf und... Ja, und? Und schoss. Warum hat er geschossen? Ich weiß nicht. Ich meine, haben Sie auf den Alarmknopf gedrückt oder eine Bewegung gemacht, die der Täter so auffassen konnte? Nein, ich habe nur das Geld rübergeschoben. Und Frau, Mender. Danke. Ist die vielleicht dem Täter entgegengetreten oder hat sie was gesagt? Nein, ich habe jedenfalls nichts gesehen. Ich stand direkt daneben. Der bückte sich, das Geld war runtergefallen und die Frau, die war ihm einfach im Weg. Fasste er sie an? Nein, er hat sie abgeknallt. Brutal. Einfach so. Tja, er wurde plötzlich nervös. Die Angst des Gangsters beim Banküberfall, Sie verstehen. Er. Hat jemand von Ihnen etwas beobachtet, was der Grund für seine plötzliche Nervosität sein könnte? Ich meine, hat Frau Mender sich irgendwie auffällig benommen? Ich war so aufgeregt. Also, Frau Mender schien sich bücken zu wollen. So, ja, fast so, als wollte sie ihm helfen. Das Geld aufzuheben? Ja, es sah so aus. Ich meine, es hätte sein können. Schumacher meinte, es ist wahrscheinlich der Typ, den er seit März sucht. Sagt keinen Ton, kassiert aber fleißig. Insgesamt über 200.000 Mark. Naja, Schumacher will die Fahndung ankurbeln. Ist auch sein Ressort. Na, soll er machen. Einer von uns sollte Herrn, den Mann von der Toten benachrichtigen. Den Herrn Mender? Ja. Also ich. Na, Schmidtchen? Wir möchten dringend die Kriminalpolizei anrufen, Herr Mender. Kriminalpolizei? Ja, ein Herr Heimann hat seine Nummer hinterlassen. Dann stellen Sie durch. Okay. Ja, Mender, Sie erwarteten meinen Anruf. Der Kerl ist doch längst weg, durch die U-Bahn. Wie viel hat er denn geklaut? Die zählen noch. Ja, eigentlich komisch. Der Räuber hat das Geld und hat es niemandem genommen. Der Versicherung? Ach, der tut es nicht weh. Ja, aber wir zahlen die höheren Beiträge. Kapuze und Umhang braucht er nur in eine Plastiktüte stecken, Picke ziehen, zack, weg ist er. Bei dem Einkommen hat er sicher eine Monatskarte. Sind Sie Herr Mender? Ja. Mein Name ist Heimann. Bitte. Ist in Ordnung. Ist das Ihre Frau? Bei einem Banküberfall. Sie hat gerade Geld geholt. Und wer hat sie ermordet? Na ja, der die Bank überfallen hat. Und der hat sie als Geisel genommen? Ich weiß es auch nicht genau, Herr Ostermann. Die Polizei hat nur hinterlassen, dass Herr Mender zurückruft. Aufgefallen hier, kam jemand raus, vielleicht maskiert, mit einem Beutel in der Hand, der in der U-Bahn verschwand. Nein, nichts gesehen. Sie wollen nicht hier in der Umgebung. Nein. Und der Täter? Hat man den? Ich weiß es nicht. Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte? Sind Sie aus der Nachbarschaft? Ja, ich bin hier. Es ist irgendwie nicht so. Entschuldigung, Herr Mender.
Die 8000 Mark, die Ihre Frau in der Kasse holen wollte, wollen Sie die oder sollen wir die wieder aufs Konto oder? Tun Sie es aufs Konto, ist doch egal. Ja, selbstverständlich. Wenn Sie freundlicherweise noch die Einzahlungsquittung unterschreiben würden. Hier bitte. Ihre Frau hat gestern schon 4000 Mark abgehoben. Damit wollte? Nein, Herr Kress. Mich würde interessieren, ob die 4000 noch bei Ihnen zu Hause sind. Ich nehme an, ich weiß nicht. Sie wollte verreisen. Dann treffen wir uns doch einfach bei Ihnen zu Hause, Herr Mender. Nur ganz kurz, danke. Komm, Ini. Du komm doch. Was Neues, Henry? Keiner hat was gesehen. Aber was fällt heutzutage überhaupt noch auf, Leo? In Luft auflösen kann er sich nicht. Wir brauchen Zeugen. Brauchen und vor allen Dingen finden. Ja, da muss er eben fragen und fragen und fragen. Dann mach das mal. Die Tochter tut mir leid, ein hübsches Mädchen. Bald traut sich keiner mehr in eine Bank. Da müssen sie die Leute draußen bedienen, an Straßenschaltern. Keine schlechte Idee, was? Wenn es das nicht schon gäbe. Sag kein Wort, schießt einfach. Möchten Sie etwas trinken? Ein Whisky oder ein Kaffee? Danke, wir wollen nicht lange stören. Es geht nur um das Geld. Ja, richtig. Ini, schau du doch bitte in Mamas Sachen nach. Ich kenne mich da nicht aus. Vorstelle. In 3 Stunden wollte sie fliegen. Nach Madeira. Allein? Nein, mit einer Freundin. Oh, ich muss sie anrufen. Natürlich. Entschuldigung. Mark in der Brieftasche und 2663 Mark im Portemonnaie. Ja, weißt du, wofür Mama das Geld brauchte? Über 6000 Mark und dazu die 8000 von heute? Nein, sie kann doch auf Madeira auch Geld kriegen, auf Euro-Scheck. Es tut mir leid, ich habe keine Erklärung dafür. Vielleicht wollte sie irgendwas, irgendein Schmuckstück kaufen? Oder? So viel Bargeld, nein, das ist nicht ihre Art. Ja, Graf? Ach, Horst. Mal ist es tut. In Ihrer Bank. Mein Gott. Wie furchtbar. Beim Geld holen? Gitter. Hast du Marlies um Geld gebeten? Oder wolltet ihr etwas kaufen für den Urlaub? Nein. Ja, das ist lieb von dir, Gitta, aber im Augenblick wollen Ini und ich alleine bleiben. Versteh das bitte, ja? Ja, danke. Nein, sie weiß auch nicht, wofür meine Frau das Geld brauchte.
Schumacher, komm gleich rüber. Ah ja. Motive führen vom Opfer zum Täter. Hass, Eifersucht, Habgier. Aber wenn ein Bankräuber zufällig eine Kundin erschießt, da sieht man schnell alt aus. Danke. Da ist Fotos von deinem 6. Überfall mit der automatischen Kamera aufgenommen. Ist ja kaum was zu erkennen. Nicht sehr groß, der Bursche. Nein, das täuscht, die schwarze Kleidung. Die Pistole. Erstaunlich ist nur, dass er diesmal geschossen hat. Einmal wäre er schon fast geschnappt worden, dass er ohne Beute weg. Aber geschossen hat er nicht. Was war diesmal anders? Was sagen die Zeugen? Nicht sehr viel. Sicher ist nur, dass er mit einer Tüte voll Geld in der U-Bahn verschwunden ist. Na, das ist wirklich nicht sehr viel. Ich lasse Ihnen die Fotos da, ich habe genug davon. Heimann. Für Sie. Danke. Ja? Ja, ich komme. Ja, sofort. Also dann. Große Hilfe ist er auch nicht. Sag mal, ist die Leiche schon freigegeben? Ja, morgen ist die Beerdigung. Auf dem Waldfriedhof. Ich würde mir die Leute gern ansehen, die da hinkommen. Ja, es interessiert mich. Glaubst du, die Kapuze taucht da auf? Ich hab nichts Besseres vor morgen. Und du auch nicht. Im Wasser und im Heiligen Geist wurdest du getauft. Der Herr vollende an dir, was er in der Taufe begonnen hat. Von der Erde bist du genommen, zur Erde kehrst du zurück. Der Herr aber wird dich auferwecken. Das Zeichen unserer Hoffnung, das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, sei aufgerichtet über deinem Grab. Wir beten im Vertrauen auf Gottes Hilfe und Schutz. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er lässt deinen Fuß nicht wanken. Der dich behütet, schläft nicht. Nein, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr ist dein Hüter, der Herr gibt dir Schatten, er steht dir zur Seite. Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden, der Mond nicht in der Nacht. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wurde unten für dich abgegeben, Leo. Danke. Ui, ui, ui. Das war ich nicht, so einen Pfusch mache ich nicht. Bis bald wieder. Der Mann mit der Kapuze, das ist ja komisch. Der will uns einer verarschen. Ne? Und wenn nicht? Dann ist es eine Beschwerde. Der Kapuzenmann fühlt sich kopiert. Du musst den urheberrechtlich schützen, Leo. Um 14 Uhr. Du musst das auf meinem Schreibtisch sein, ja? Ja, gut. Mhm. Ja, ich rufe zurück. Na, was sagt der Vertrieb? Verkaufszahlen gleich null. Das habe ich Ihnen ja schon. Ja. Das haben Sie mir schon vor 3 Jahren prophezeit. Ja. Unser Kulturlexikon liegt da wie Blei. Hätten wir nur mit der Hälfte des Geldes die Romantiker gemacht, dann. Hätten wir. Das kann man nicht drucken. Aber wir hätten es können. Und jetzt? Lang wird es ja nicht mehr dauern. Bis die Banken anrücken. Sollen Sie, Ostermann?
Sollen sie. Erwin Haubrich. Gelernter Mechaniker, mehrfach vorbestraft. Ja, jetzt hat er so lange Dusel gehabt und nun hat's ihn erwischt. Der gleiche Zettel wie in der ABF-Bank. Die gleiche Art vorzugehen. Gut, ich habe meinen Räuber und Sie haben den Mann, der Frau Mender erschossen hat. Ich glaube, wir können die Akten schließen. Glaube ich auch. Gut. Das Tod scheint dich nicht sehr zu berühren. Was soll das, Eni? Ich will mich ablenken. Fällt dir nicht schwer, wie man sieht. Ich kann Mama nicht wieder lebendig machen. Entschuldige. Aber ich halte nichts von dem Spiel. Wer von der Familie trauert am tiefsten? Mir wird es nicht im Kopf, Gerd. Bei Frau Mender hat der Kapuzenmann ohne erkennbare Notwendigkeit geschossen. Nicht? Und jetzt, wo er wirklich in Not war, da schießt er nicht? Ja, das verstehe ich auch nicht. Okay. Henry? Ja? Was sagt das Labor zu deiner Waffe? Es ist nicht die Waffe, mit der die Mender erschossen worden ist. Aha. Nicht die Waffe? Sie war außerdem nicht mal geladen. Sieht so aus, als wären wir noch nicht am Ende der Geschichte. Gut, ist gerade bei mir. Alles klar. Erwin Haubrich ist doch verheiratet. Warum haben Sie ihn nur erschossen? Er hat eine Bank überfallen. Und hat eine Waffe bei sich. Aber der Erwin, der schoss doch nie. Doch. Er hat Frau Mender erschossen. Das war er nicht. Darüber hat er sich ja aufgeregt. Das ist Pfusch, hat er gesagt. Wegen Geld, sagt er, da bringt er doch keinen Menschen um. Ja, das können Sie glauben, Herr Kommissar. Das war kein schlechter Mensch. Der Erwin. Warum hat er eigentlich nie geredet? Warum hat er immer mit dem Zettel gearbeitet? Das weiß ich doch nicht. Ich wusste überhaupt nichts. Er sagt ja nie was. Ja, vielleicht, weil er stotterte. Wenn der Haubrich Frau Mender nicht erschossen hat, was ich glaube, kann es nur ein Doppelgänger gewesen sein. Einer, der auf seine Tour reist, mit Zettel und Kapuze. Tja, sieht so aus, Gerd. Als ob wir einen anderen suchen müssen.
Schule. Stell dich auch nicht. Ich sitze vor meinem neuen Buch. Aber ich bin an einem Punkt, wo ich besser abschalten sollte. Komm, leg ab. Setz dich. Der Tod von Mutter? Damals, als mein Mann starb. Es kam auch so plötzlich. Mit seinem Herzinfarkt. Und wie bist du damit fertig geworden? Ich habe mich in die Arbeit gestürzt. Willst du was trinken? Nein, danke. Habe Ausstellungen organisiert. Mit seinen Aquatintas-Radierungen und seinen letzten Ölbildern. In Paris, London, New York. Und viel besessen habe ich zwei Bücher geschrieben. Das half. Mich wundert, dass Papa alles so leicht nimmt. Tut er das? Männer sind da anders in. Die bekennen sich nicht so zu ihren Gefühlen. Ich möchte dich nicht verletzen, Inni. Aber dein Vater und deine Mutter hatten sich auseinandergeliebt. 18 Jahre Ehe. Da kühlt vieles ab. Sogar von Scheidung war schon die Rede. Davon hat Mama mir nie etwas gesagt, Gitta. Sieh mal. Dein Vater wollte nicht mal mit ihr in Urlaub fahren. Schön von dir, dass du einspringen wolltest, Gitta. Grüß Gott, ich möchte bitte zu Herrn Ostermann. Grüß Gott. Sind Sie Autor? Noch nicht. Wissen Sie, ich erlebe zu viel, ich komme nicht zum Schreiben. Sind Sie angemeldet? Ja. Kriminal Obermeister Heimann. Oh, ja. Ja, danke. Ich verstehe nicht, weshalb Sie noch ermitteln. Dieser Mann ist doch bei einem neuen Banküberfall erschossen worden. Steht jedenfalls in der Zeitung. Nicht der, den wir suchen, Herr Ostermann. So? Ach, würden Sie uns einen Kaffee machen, bitte? Nehmen Sie doch Platz. Danke. Und was erwarten Sie von mir? Informationen. Wie ist Ihr Verhältnis zu Herrn Mender? Nun ja, wir sind verschiedener Naturen. Sie mögen ihn nicht. Sagen wir lieber, es gibt zwischen uns Differenzen, sachlicher Art. Zum Beispiel? Zum Beispiel unser großes Kulturlexikon. Mender hat da viel Geld reingesteckt. Zu viel. Ich habe ihn gewarnt, aber er hört nicht auf mich. Und jetzt ist das Lexikon der große Flop. Wir sind so gut wie pleite. Aber der Verlag hat doch einen guten Namen. Noch. Wenn erst einmal die Banken die Verkaufszahlen sehen, dann... Jetzt bitte keine Störung mehr. Dankeschön. Marlies, seine Frau, soll einiges an Vermögen haben. Ich weiß nur, dass er sich immer geärgert hat, weil sie nicht bereit war, dieses Vermögen in den Verlag zu stecken. Ach so. Ich weiß nicht, wie die Erbansprüche sind, wenn er erbt. Dann wäre das vielleicht die Rettung. Das wollten Sie doch sagen, Herr Ostermann. Ja. Das wäre dann auch für die hier Beschäftigten das Beste. Was mich betrifft, ich bin darauf nicht angewiesen. Wenn Mender erbt, ist er aus allen Sorgen raus. Ein Motiv, wenn seine Frau vorsätzlich ermordet worden wäre, aber beim Banküberfall zufällig.
nicht so uninteressant, Leo. Wenn das Frau besaß mehrere Häuser und Grundstücke. Geschätzter Wert 7 Millionen. Eine Menge Holz. Gibt's ein Testament? Er weiß es nicht. Er nimmt an, dass die Tochter und der Mann alles erben. Andere Verwandte hat sie nicht. Sie haben. Jetzt kriegt er das Vermögen, das sie nicht in den Verlag stecken wollte. Jedenfalls einen großen Teil davon. Vielleicht hat da jemand eine fast geniale Idee gehabt. Kannst du das etwas genauer erklären, Herr Chef? Also ich spinne jetzt mal. Wenn es bei dem Banküberfall gar nicht ums Geld ging, sondern nur darum, Frau Mender zu erschießen, sie zu beseitigen. Du sagst ja, du spinnst mal. Was ist das Unangenehme an einem Mord? Ich meine, für den Mörder. Also erstmal die Tat. Aber da kommt er ja nicht drum rum. Und das Transportproblem. Erstens die Leiche wegschaffen, zweitens sich dabei nicht erwischen zu lassen. Und gefunden wird sie dann doch. Und unsere Spurensicherung ist ja auch nicht ganz blöd. Richtig. Und nun stellt euch vor, jemand begeht einen Mord, bei dem das alles keine Rolle spielt. Wie soll das funktionieren? Also, immer vorausgesetzt, du wirst bei der Tat nicht geschnappt. Wenn du einen Bankraub fingierst und du erschießt jemanden in der Bank, dann bist du erstens die Leiche los und zweitens fragt keiner nach einem Motiv für den Mord. Ich meine, einen getürkten Bankraub nur um die Chance zu haben, jemanden zu erschießen, der dir im Weg ist. Ist klar jetzt? Man kann einen vorsätzlichen Mord doch gar nicht besser kaschieren. Perfekt. Naja. Und keiner kommt drauf, dass es gar nicht um Raub geht oder um Geld, sondern um Mord. Und keiner sucht nach einem Motiv, weil es nämlich scheinbar keins gibt. Und alles sieht wunderbar nach Zufall aus. Genau das meine ich. Das ist eine fantastische Idee. Du übersiehst dabei nur eins. Kein anderer ist so klug wie du. Sowas fällt doch keinem ein. Vielleicht doch. Ihre Frau hinterlässt ein großes Vermögen. Ihre Tochter und ihn. Warum interessiert sie das? Der Verlag hat Schulden. Hohe Schulden. Wollen Sie was konstruieren? Nee, nee, ich zähle nur zusammen. Sie stehen kurz vor der Pleite und nun plötzlich, durch den Tod ihrer Frau, werden sie ein reicher Mann. Ja, und Zufall. Ach so. Und Sie hätten dann endlich Ihren Täter. Glauben Sie im Ernst, Herr Kress, ich renne mit einer Kapuze in eine Bank, um meine Frau zu erschießen? Das könnte ich doch zu Hause einfacher haben. Wo waren Sie während des Banküberfalls? Machen Sie doch nicht lächerlich. Im Auto. Auf der Fahrt zum Verlag. Ich hatte eine Besprechung im Mediencenter. Sie werden in der Fahrt jemand gesehen? Du lieber Himmel, fragen Sie doch den, der mich gesehen hat. Woher soll ich das wissen? Und wie lange haben Sie gebraucht vom Mediencenter bis zu Ihrem Verlag? Was weiß ich, 30 Minuten, vielleicht etwas weniger, vielleicht etwas mehr. Im Auto schafft man das in 10 Minuten. Morgens, Herr Kress. Aber nicht am Nachmittag. Ich steckte in einem Stau am Stachus. Ein Radfahrer mit Ballonmütze hat mich vielleicht 4-mal überholt, eine Frau mit Kinderwagen vielleicht 6-mal. Und wollen Sie mir erzählen, das schafft man in 10 Minuten? Nein, Herr Kommissar. Damit können Sie heute in einer Großstadt nichts mehr beweisen. Ein Stau ist aber auch kein Gegenbeweis. Damit könnte sich ja jeder rausreden, der kein Alibi hat. Und Sie haben keins. Herr Mender, ich möchte Sie bitten, die Stadt vorläufig nicht zu verlassen. Wenn Sie das wollen, sollten Sie mich vorher benachrichtigen. Wir haben sicher noch ein paar Fragen an Sie. Wiedersehen.
Wiedersehen. Was sagt denn der Mender? Kein Alibi, aber schwer nachzuweisen. Ach, übrigens, die schöne Frau vom Friedhof hat ihn abgeholt, die ihn und seine Tochter getröstet hat. Ja, ja, Gitta Graf, eine Autorin in diesem Verlag. Du, die hat ein Verhältnis mit ihm. Ja, bitte was? Ja, wir hatten heute einen anonymen Anruf im Büro. Ich wette, das war die Stimme von Ostermann. Er teilte uns mit, dass die beiden was miteinander haben, schon seit 2 Jahren. Hm, interessant. Die Dame sollten wir uns mal näher ansehen. Ruf sie an und lad sie vor. Okay. Ach, übrigens, hast du was vor heute Abend? Leo, bitte rede nicht drumherum. Mach es kurz und schmerzlos. Schön, wenn du nichts Besseres vorhast, solltest du die beiden jetzt beobachten. Ja? Da gibt's doch das Märchen vom Privatleben, Leo. Ja, das erzähle ich dir mal, wenn ich einen Abend frei hab. Was dieser Kommissar von mir will. Marlies ist von einem Bankräuber erschossen worden, zufällig. Aber dieser Kress benimmt sich, als sei ich der Mörder. Hier, dein Martini. Lass dich nicht verrückt machen. Der Gedanke ist natürlich völlig absurd, aber niemand könnte dich besser verstehen als ich, Horst. Wenn du mit dem Mann, der sie erschossen hat, vielleicht unter einer Decke? Das ist doch wohl nicht dein Ernst, Gitta. Natürlich nicht, Horst. Also darüber sollten wir wirklich keine Scherze machen. Entschuldigung. Das war nur so ein verrückter Gedanke von mir. Ich weiß, wie weh dir der Tod von Marlies tut. Und ich werde auch nicht damit fertig. Ebenso wenig wie du und Inni. Was hältst du davon, wenn ich mit deiner Tochter ein paar Tage wegfahre? Irgendwohin in den Süden, damit sie auf andere Gedanken kommt. Der steht immer noch da. Worauf wartet der? Wahrscheinlich, dass bei mir das Licht ausgeht. Und du bist immer noch da. Ich muss gehen, Gitta. Inni wartet. Dass du mit dir wegfahren willst, das ist ein guter Gedanke. Der Tapetenwechsel wird dir bestimmt helfen. Ja, mach das bitte. Gut, dass wenigstens du einen klaren Kopf behältst. Was schreiben Sie für den Mender Verlag, Frau Graf? Sachbücher. Atmosphäre und Umwelt. Entschuldigung, darf ich? Dann haben Sie auch mit Herrn Ostermann zu tun. Ja, ich hatte. Berufsbedingt. Wie verstehen Sie sich mit ihm? Er lektorierte früher meine Bücher. Aber Horst, Herr Mender hat mir jetzt einen anderen Lektor zugeteilt. Hatte das private Gründe? Ja. Aber ich glaube, das gehört nicht hierher. Und das Verhältnis zwischen Herrn Mender und Herrn Ostermann? Wenn ich sage, nicht das Beste, so ist das noch untertrieben. Herr Ostermann hasst Herrn Mender. Darf ich rauchen?
Ja, bitte. Warum hasst er ihn? Das hat mit mir zu tun. Mit mir und Herrn Ostermann. Nicht, dass zwischen uns auch nur das Geringste gewesen wäre. Ich wollte das nicht. Aber Herr Mender sah die Bemühungen von Herrn Ostermann nicht gern. Sie haben ein Verhältnis mit Herrn Mender. Warum fragen Sie? Sie spionieren doch hinter uns her. Seit wann besteht das Verhältnis? Seit 2 Jahren. Sie waren gleichzeitig eine enge Freundin von Frau Mender. Wusste sie davon? Nein. Wir wollten sie nicht verletzen. Nochmal zu Herrn Ostermann. Darf ich Sie etwas fragen? Ja, bitte. Sie erkundigen sich in auffallender Weise nach Herrn Mender. Sie interessieren sich für Herrn Ostermann. Sie spionieren mir hinterher. Und das alles nehme ich an in Verbindung mit dem Tod von Frau Mender. Sie ist aber doch das unschuldige Opfer eines Banküberfalls geworden. Außerdem ist dieser Serientäter, oder wie Sie sowas nennen, doch erschossen worden. Wir haben Beweise dafür, dass er mit der Tat nichts zu tun hat. Sind Sie da sicher? Absolut. Na schön, dann war es eben ein anderer. Jedenfalls wurde die Bank doch überfallen. Was macht er den Eindruck? Was meinen Sie damit? Dass es den Eindruck machte. Schönen Dank, dass Sie gekommen sind. Leider konnte ich Ihnen nicht weiterhelfen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ach ja, bitte behandeln Sie die Sache mit Herrn Mender und mir vertraulich. Selbstverständlich. Die hat was. Da ist vor ein paar Tagen in der Bank eine Frau erschossen worden. Vielleicht zufällig, vielleicht mit Absicht, wir wissen es nicht. Wir wissen überhaupt nichts. Wenn es aber ein Mord war, Zeugen haben wir nicht, Indizien haben wir nicht, nicht mal einen abgerissenen Knopf. Kein Beweis. Mender hatte ein Motiv. Genau genommen sogar 2. Oder beide zusammen 1. Und da wir nichts haben, sollten wir versuchen, was zu finden. Henry? Sorgt dafür, dass Mender, Ostermann und Frau Graf ab sofort überwacht werden. Lückenlos. Gerd, du rufst da bitte alle an und sagst ihnen, dass wir morgen eine Haussuchung bei ihnen machen. Seit wann kündigen wir das vorher an? Seit heute. Starke Idee von Leo. Uns sie herumsitzen zu lassen. Sag mal, Gerd, was macht er denn so am Abend? Hat ein Hobby? Geht er kegeln? Oder beobachtet er immer nur Häuser? Jedenfalls ist er immer im Dienst, auch wenn er schläft. Bei mir ist das umgekehrt. Ja? Nein, hier rührt sich nichts. Und bei euch? Der Mender kommt gerade aus dem Haus. Der Vogel fliegt aus, Leo. Wir bleiben dran. Thank you.
Was hat der denn noch in seinem Laden zu suchen? Vielleicht hat er was verlegt. Was wir morgen nicht finden sollen. Ne? Ich schreibe mal ein Buch für ihn, wie ich meine Nächte verbringe. Ist aber hochinteressant, Kollege. Die traurigen Bekenntnisse eines Kriminalbeamten ohne Feierabend. Ich kann dir nachfühlen. Was ist, Gitta? Warum müssen wir uns unbedingt jetzt hier treffen? Es kann doch sein, dass unsere Telefone überwacht werden. Und was kannst du mir am Telefon nicht sagen? Dieser Klass weiß doch, dass wir ein, die nennen das sicher, ein Verhältnis miteinander haben. Ein ungesetzliches. Meinetwegen auch ein ungesetzliches. Es ist mir vollkommen gleichgültig, wie die das nennen. Es sollte dir aber nicht gleichgültig sein. Zumindest mir gegenüber solltest du nicht so tun. Wie meinst du das? Bist du auf die Hausdurchsuchung morgen so gut vorbereitet? Ich verstehe dich immer noch nicht. Ich meine, die Beamten könnten doch vielleicht etwas finden. Du meinst Briefe von dir? Nein. Gitta, ich... Ich meine... Zum Beispiel... Diese Kapuze oder die Pistole. Glaubst du tatsächlich, dass ich... Ist der Gedanke so abwegig? Aber Gitta... Ja? Denkst du wirklich, ich würde Marlies... Wie käme ich dazu? Aus Liebe. Aus Liebe zu mir. Sie stand dieser Liebe im Weg. Du warst in einer gewissen Weise finanziell von ihr abhängig. Jetzt ganz besonders. Glaubst du wirklich, dass ich mit einer Kapuze über dem Kopf und einem Revolver in der Hand in eine Bank stürze, um meine Frau zu erschießen? Nein. Du hast recht. Ich glaube es... Nicht wirklich. Aber könnte es nicht sein, dass du jemanden dafür, dass es jemand für dich getan hat? Ich meine jemand, den du dafür bezahlst. Weißt du eigentlich, was du mir da unterstellst? Es handelt sich um einen Mord. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Ja, ich weiß, das ist ein Satz von Hemingway, mit einem Grund, weswegen ich ihn nicht verlegt habe. Und jetzt lass uns aufhören mit diesem Unsinn. Marlies ist tot. Das hat nichts mit unserer Liebe zu tun, gar nichts. Dieser Kress ist da sicher anderer Ansicht. Seine Ansichten interessieren mich nicht. Du hast also nichts zu befürchten. Um Gottes Willen! Nein! Dann ist also die Gitta Graf im Verlag. Wie sind die da reingekommen? Sie haben ein Taxi. Von der Ismaninger und von der Rauchstraße ist sie zu Fuß gegangen. Wann war denn das? Oh, circa 20 Minuten, bevor ihr gekommen seid. Na, hoffentlich schreiben die nicht ein neues Lexikon. Ende. Wenn man die Beweise bei mir finden würde. Ich glaube, deine Fantasie geht mit dir durch. Überzeug dich. Wovon? Überzeug dich. Bitte.
Es war der einzige Weg für uns. Damit hast du alles zerstört. Was heißt das, Horst? Du kannst mich jetzt doch nicht allein lassen. Mender. Menders Wagen. Scheint allein drin zu sein. Bleibt ihr dran, wir warten ab. Verstanden. Wir verfolgen Wagen MBA 6130. Richtig, Ende. Einer fehlt. Frau Graf oder Mender? Drin ist jedenfalls nur einer. Vielleicht lag der andere. Kofferraum vielleicht. Er oder Sie? Ich wette er. Sie? 5 Paar Socken oder eine Weltreise? Top. Top. Kannst hier bleiben. Sieht fast so aus, ja. Donnerwetter. Ja, fahr los, Mann, komm. Ein Golf mit dem Kennzeichen MLR 5165 hat als zweiter Wagen die Garage des Mender Verlags verlassen. Er fährt sehr schnell Richtung Stachus. Ende. Geben Sie mal 285, bitte. 285, bitte melden. 285 für Zentrale. Hier 285. Hier, Kress, was Neues? Wohnung Ostermann rührt sich nichts. Fenster zur Straßenseite teilweise erleuchtet. Hier 287. 287. Wagen Mender hat plötzlich Fahrtrichtung verändert. Fühlt sich vielleicht verfolgt. Kress hier, bleiben Sie auf jeden Fall dran. Hallo Leo, wir sind jetzt in der Leopoldstraße und fahren bis jetzt noch in Richtung Münchner Freiheit. Okay. Meld mich dann nochmal. Sie sind vorläufig festgenommen. Die Pistole lasse ich rausholen, okay? Es tut mir leid. So, kommen Sie. Nein, nein, Frau Graf, wir müssen Ihnen nichts mehr beweisen. Die Beweise wollten Sie ja wegschaffen. Die Kapuze und die Pistole. Und die Pistole ist die Tatwaffe. Bei dem Überfall in der ABF-Bank ging es nicht ums Geld, sondern um den Mord an Frau Mender. Sie riefen sie zu Hause an. Sie baten sie unter einem Vorwand, 8.000 Mark für sie abzuheben. Die Zeit, die Frau Mender dafür blieb, war für sie genau abzusehen. Es war eine halbe Stunde vor Schalterschluss. Warum haben Sie Marlies Mender erschossen? War sie in dem Weg? Horst. Herr Mender hatte sich für mich entschieden. Er hatte um meine Liebe gebettelt. Aber nie den Mut gehabt, es seiner Frau zu sagen. Zwei Jahre vertröstete er mich. Immer hieß es, morgen. Schließlich stellte ich ihm eine Frist. Letzte Woche. Aber bei all seinen Vorzügen. Unangenehmes schiebt er gern auf. Er leidet lieber, als Dinge auszuräumen.
keinem wehtun. Aber dabei. Wie kam Sie auf die Idee mit dem Banküberfall? Durch die Zeitungsberichte über den Mann mit der Kapuze. Naja, der Mann mit der Kapuze hätte auf jeden schießen können, der ihm im Weg stand. Also, kein persönliches Motiv. Kommen Sie bitte mit. Beinahe hätte es geklappt. Frau Graf?